Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem ja, neuen Projekt, kann man sagen. Wobei, neu ist da eher relativ, weil es ja ein altes Spiel ist. Also noch ein älteres als das Projekt ist. Ich glaube zu viel Müll. Auf jeden Fall, ich spiele den ersten Teil jetzt von Vampire's Dawn. Einfach mal, damit ihr die Geschichte ein bisschen besser versteht. Und ich auch, weil ich die Spiele eigentlich beide gar nicht kenne. So halbwegs. Ne? Naja, ich starte dann einfach mal. Falls es dazu auch ein Intro gibt, wie bei Vampire's Dawn 2, dann mache ich das einfach mal. Weil ich selber nicht kenne. Ich habe es gerade installiert, runtergeladen, weil ich mir gerade gedacht habe, so, hey, guck mal, das Spiel kannst du doch mal auch spielen. Mache ich einfach mal. Intro überspringen? Nee. Wer rastet der denn so aus? Mein Enkel, nun bist du schon 15 Jahre alt. Ach, Opa. Ich kann nicht lesen, Vater. Nun werde nicht senil. Psst. Es wird Zeit, dass ich dir eine wichtige Geschichte erzähle. Opa. Ich brauche keine gute Nachtgeschichte mehr zum Einschlafen. Aber das wird mit Sicherheit keine gute Nachtgeschichte. Eher eine böse Nachtgeschichte. Ach, Opa. Ich fürchte mich doch schon lange nicht mehr vor deinen Geschichten. Das werden wir ja sehen, du blöder Penner. Du, jeder fürchtet sich vor meinen Geschichten, hä? Was sagst du jetzt, hä? Jetzt habe ich dir gegeben, oder? Naja, wie soll ich dir denn die Geschichte erzählen? So wie jetzt, oder lieber so mit Blutschrift, oder einfach ganz normal? Was ist dir am liebsten? Ich finde, du solltest sie gar nicht erzählen. Mit Blut? Nee. Ganz normal ist auch schwul, passt nicht ganz. Blutschrift sieht komisch aus, Blutrand. Wie du möchtest. Und soll sich der Held etwa oder soll er sich ganz normal bewegen? Ich denke, der Held soll schnell laufen. Gut, gut. Sag, was weißt du über Vampire? Vampire? Vielleicht wird die Geschichte ja doch nicht so langweilig. Nun ja. Also, die hassen Knoblauch, sterben in der Sonne und verabscheuen Kirschen und Kruzifixe. Dann werden sie durch Wasser verletzt. Regen ist somit sehr schmerzhaft für sie. Sie sind nicht in der Lage, fließende Gewässer zu überqueren und sie können ein Gebäude nur auf Einladung betreten. Woher hast du dieses Wissen? Oh ja, ein bisschen hat Papa mir erzählt und ansonsten habe ich mal ein Buch darüber gelesen. Ich habe es geahnt. Du bist ein Vampir! Töte ihn! Nein, warte mal. Ich erzähle dir jetzt die Wahrheit über den Vampire. Das, was du mir gerade aufgezählt hast, trifft nur auf die vierte und die darauf folgenden Generationen von Vampiren zu. Sie sind schwach und verletzlich, aber trotzdem eine Gefahr. Jetzt hör mir gut zu! Oh Gott! Was ist das? Vampire sind Untote. Doch wie die erste Generation von Vampiren entstanden ist, weiß niemand. Weiß mit einem S. Hat ein Vampir der ersten Generation einen Menschen zu einem Vampir gemacht, so ist der neue Vampir ein Vampir der zweiten Generation. Und schwächer als ein Schöpfer. Folglich sind spätere Generationen immer schwächer als ihre Schöpfer. Oh Gott! Wer ist das denn schon wieder? Doch Untote sterben nicht wie normale Menschen. Vampire späterer Generation sind leicht mit Weihwasser, Kruzifixen und Sonnenlicht zu töten. Doch Vampire der ersten beiden Generationen erleiden dadurch keinerlei Schaden. Um einen solchen Vampir zu töten, musst du einen Pfeil durch sein Herz stechen. Das wird ihn lähmen. Dann schlägst du ihm den Kopf ab und füllst seinen Mund mit Knoblauch. Opa, das ist ja widerlich. Was bist du denn für ein Typ? Ja doch, aber wenn du es nicht tust, wird er wieder auferstehen. Ja. Vampire sind echt gruselige Monster. Und übrigens müssen Vampire nicht unbedingt in einem Sarg schlafen. Sie tun es nur, weil sie sich in einem Sarg schneller von Wunden regenerieren. Oh, der sieht aber süß aus. Vampire gab es bis vor 400 Jahren reichlich. Sie töteten viele Menschen und machten sie zu ihresgleichen. Ich kann kein Deutsch. Das weiß ich, Opa. Du bist alt und senil. Ja, das stimmt. Moment mal! Naja. Wir haben es einem mutigen Priester zu verdanken, dass Vampire heute ausgerottet sind. Er scharte viele tapfere Männer um sich und führte einen heiligen Kreuzzug gegen die Brut des Bösen. Kreuzzug heilig. Der Kreuzzug dauerte viele Jahre, doch er war erfolgreich. Vampire waren von der Erde verschwunden. Zumindest dachte man das. Doch ich erzähle dir jetzt eine Geschichte, wie ich sie in meiner Kindheit gehört habe. Ob du es glaubst oder nicht, Vampire haben immer noch Gefühle. Oh. Sie weint Blut. Oh. Doch ein Vampir, der weint nur Tränen aus reinem Blut. Viel öfter spürt ein Vampir Hass und Zorn. Opa, erzähl jetzt endlich die Geschichte, okay?
Du erzählst schon wieder einen Schwachfug. Na schön, du ungeduldiger Fratz, du. Es ist eine Geschichte voller Gefühle, Liebe, Hass, Eifersucht, bla bla bla, Adjektive deiner Wahl. Es war eine Zeit der Finsternis. Oh mein Gott, ich hab Angst. Doch Helden kamen. Und weiter weiß ich nicht. Und das Blutrot des Himmels. Weiter weiß ich wieder nicht. Warte, ich muss mal nachschlagen. Wo dein helles Blau? Babyblau etwa? Verdammt! Nein, Mann, hör zu endlich zu und sprich nicht ständig dazwischen. Das Böse starb. Einfach so. Auf alle Ewigkeit. So ist das. Malex proudly presents. Malex ist übrigens der Hersteller dieses Spiels und von Vampire's Dawn 2. Vampire's Dawn. Ein Spiel von Alexander Koch. Ich dachte, das ist von Malex. Die lügen mich alle an. Bin Penisse die. Z. Nein! Arr, ich bin ein Pirat! Hör auf! Lass mich in Ruhe! Nein! Oh, du wirst es schon verstehen, wenn dein Blut zernschleimig durch deine Adern fließt. Du wirst sehen, dass du nicht anders handeln wirst als ich. Niemals! Was du tun willst, ist Blasphemie der menschlichen Existenz! Hör doch. Wie lächerlich du klingst. Blasphemie. Oh mein Gott, er lacht genauso wie Asuka aus dem zweiten Teil. Oh nein, eine Verschwörung. Du erbärmlicher Mensch, spüre den Geschmack der Unsterblichkeit. Oh mein Gott, was hat er denn gemacht? Was hast du getan? Stopp. Lass mich. Nein! Bilder? Guck mal, Eiche! Hallo, wo ist der Kopftuch? Malik ist ein blöder Penner. Helena, geht es dir gut? Ich hatte wieder diesen Traum. Wieder derselbe Traum? Helena, ich mach mir Sorgen um dich. Du träumst doch schon jede Nacht diesen Traum. Und das seit 4 Wochen. So kann es nicht weitergehen. Du hast recht. Wenn nicht bald etwas passiert, breche ich noch zusammen. Jetzt beruhige dich erst einmal. Denke immer daran, dass ich dich liebe, Werner. Ich liebe dich auch, Asia. Werner und Asia Stamos. Was ist denn Stamos? Hallo! Das ist Asia, nehme ich an. Asia ist die langjährige Freundin von Werner. Sie lernte ihn während eines Festes in Klemmer kennen. Das ist schön! Ich möchte bitte weiterspielen. Wer ist sie jetzt? Seit 4 Jahren leben sie nun gemeinsam in dieser Stadt. Sie ist eine hübsche junge Dame. Allerdings ist sie ziemlich abweisend anderen gegenüber. Oha. Warum tut sie das? Die sieht immer anders aus. Warum? In letzter Zeit schien sie etwas zu bedeuten. Doch Werner konnte nie herausfinden, was sie beschäftigt. Helena, du bist schlecht. Werner ist ein junger Kämpfer aus Lim, einer Stadt nördlich von Klemmer. Als seine Eltern verstarben, war Werner bereits alt genug, um sich selbst zu versorgen. Er kämpft mit großer Leidenschaft, doch seit er diesen Traum das erste Mal vor 4 Wochen hatte, wurde er immer nervöser und zerbrechlicher. Er leidet stark unter diesem immer wiederkehrenden Albtraum. Doch erhält er Mut und Geborgenheit durch seine Freundin Asia, die ihn immer wieder versucht, aufzumuntern. Tessa zwar kann man die gerade nicht total falsch, glaube ich zumindest. Es sei denn, ich habe mir einfach nur Scheiße vorgelesen. Das kann auch sein. Und jetzt, ach, hallo! Geht es einigermaßen gut? Naja, ich habe furchtbare Kopfschmerzen. Mein Name, Lydia, wenn ich doch bloß etwas für dich tun könnte. Ich wusste ja schon was. Wo soll ich hin? Soll ich raus? Ich gehe mal zu Dr. Jan und lasse mir meine Schmerzmittel geben. In diesem Regen? Pass auf, dass du dir die Lungenentzündung holst. Ich weiß deine Fürsorge zu schätzen, aber ich werde mich beeilen.
wenn deine Schmerzen wirklich so stark sind, solltest du dich vielleicht mal untersuchen lassen. Ja, doch im Moment reicht mir erst einmal etwas gegen diese Schmerzen. Ich bin nicht lange weg. Höchstens ein paar Minuten. Schon gut, Dr. Herrn wohnt ja nur etwas nördlich von mir. Bis gleich. Bis gleich. Kalender. Was für ein Mistwetter. Oh ja, es regnet. Etwas nördlich. In? Und der beim Innenpanel? Hallo? Hallo? Wo ist hier? Das ist das Haus von Dr. Herrn. Das ist schön. Ach, es ist eine Frau. Oh, okay. Belinda, komm rein. Belinda, was gibt es denn um diese Zeit zu drehen? Ich habe extreme Kopfschmerzen. Bist du etwas krank? Einfach. Ich kann immer noch kein Deutsch. Ich sollte mich echt verstehen. Naja, ich gebe dir ein starkes Schmerzmittel. Aber morgen kommst du bitte nochmal zu mir. Ich werde dich dann nochmal gründlich untersuchen. Vielleicht ist das das Beste. Das hier sollte helfen. Du hättest ein Schmerzmittel. Danke, Doktor. Ich komme dann morgen wieder. Na, dann bis morgen. Ich sollte wieder nach Hause gehen. Nein. Ich hätte jetzt gedacht, du gehst jetzt mal eine Runde baden, irgendwo hier oder so. Wo bin ich? Achso. Ich war verwirrt. Hallo. Da bist du ja wieder. Was hat sie gesagt? Sie hat mir erstmal ein Schmerzmittel gegeben. Und sie meinte noch, sie möchte mich morgen mal gründlich untersuchen. Das ist sicher eine gute Idee. Vielleicht bist du ja ernsthaft krank. Mach dir bitte nicht zu viele Sorgen. Ich habe eine schlimme Kopfschmerzen. Aber mit dem Schmerzmittel geht es mir hoffentlich bald wieder besser. Das hoffe ich für dich, mein armer Schatz. Ich werde jetzt das Mittel nehmen und mich wieder hinlegen. Du sollst auch etwas schlafen. Warum bist du nicht noch die ganze Zeit wach gewesen? Ich habe nur etwas gegessen und ein bisschen nachgedacht. Ach schön. Aber bitte auch, komm mal. Schlafen. Keine Sorge, ich liebe dich. Ich dich auch. Wie sollst du das jetzt gesagt? Das war völlig sinnfrei. Schlaf gut, mein Schatz.